Also es ist eins der zentralen Anliegen bei dem stillen Sitzen, einmal die Ruhe zu finden und zu kultivieren, einmal diese Herzenswärme zu finden und zu kultivieren, dann auch Selbsterkenntnis anzuwenden und darin immer mehr festzustellen, wie Emotionen kurzzeitig und langfristig im Körper wirken und mit Vorstellungen zusammenhängen und wie mächtig das ist. Ja. Und die neu einzuschätzen, also nicht mehr davon getrieben zu sein, aber sie quasi noch intensiver wahrzunehmen, aber nur kurzzeitig. Es gibt Versuche mit Mönchen, ich glaube Mathieu Ricard war einer davon, das ist auch eine Arte-Doku über Meditation, wo die in einer Magnetresonanz liegen und Reize, Bilder zum Beispiel vorgeführt kriegen und das dann mit normal nicht Meditierenden verglichen wird. Und der Unterschied ist so, dass die Meditierenden haben einen hohen, viel höheren Anfangsreiz, der nimmt dann aber auch ab. Und Nicht-Meditierende werden langsam träge angeregt, bei denen hält diese Emotion, dieser Reiz viel länger, unter Umständen sehr lange. Was dahinter liegt, ist eigentlich das, was wir in der Meditation, das waren Meditierende, lernen, ist wirklich auch zu unangenehmen Sachen zu schauen, bei ihnen zu bleiben und oftmals löst es sich dann auf. Anregen und abnehmen. Man denkt immer, das ist negativ. Also wenn man sich Schmerzen anguckt, ist auch der richtige Weg, sofern man eben mit Ärzten und so weiter das geklärt hat. Aber man kann das andersrum auch benutzen. Wenn etwas schön ist, genau hingucken und das pflegen. Metta, Liebe, Freundlichkeit, Mitgefühl, Mitfreude oder auch Gleichmut. Das waren die Brahma-Viharas. Genug der Erzähle. Yay, ich habe es in 3 Minuten geschafft, weil viele mögen das nicht. Ne? Viele suchen sofortige Ruhe, sofortige Liebe. Ne? Unser Ansatz ist eben, uns in Harmonie zu bringen. Und das bedeutet, wir setzen uns eben auch mit unangenehmen Sachen auseinander. Und die lösen sich dann auf. Und das führt im Alltag dazu, dass das Leben harmonischer wird, weil man sich eben da mal mit beschäftigt hat. Aber eben nicht auf intellektueller Ebene, sondern mehr auf dieser körperlichen, emotionalen, genau guckt und sie dann langsam abebben lässt. Ja, wenn ich im Alltag was erledigen muss, was mich hier immer belastet, muss ich es im Alltag lösen. Ja? Wir können das nicht wegsitzen. Aber wir machen das. Wir sitzen jetzt wirklich mal für 10 Minuten rum. Sucht euch das aber aus. Wenn ihr wisst, ich möchte heute mehr diese Ruhe, Gelassenheit, haben wir gehabt, oder ich möchte heute mehr Augenmerk auf die Freundlichkeit, Liebe, haben wir gehabt, richten. Oder wenn ihr mit Klarheit schauen wollt, was in euch los ist, ich nenne das inneres Wetter, also dieses bewegt sein von Emotionen und Gedankenmustern. Das machen wir. Jetzt. Zum Anfang, um die Sinneseindrücke ein wenig auf händelbare Größe zu bringen, ist eben das Schließen der Augen. Dann, man darf sich am Anfang regeln und einrichten, den Körper so
einrichten, dass man jetzt in diesem Fall für 10 Minuten angenehm sitzen kann. Und wenn ihr damit 10 Minuten aufmerksam zu tun habt, ist das auch gut. Das ist dann mehr eine physische Geschichte, aber der Körper ist es wert, aufmerksam betrachtet zu werden. Das ist auch gut. Sollte der jetzt nicht ganz so fordernd sein und der von selber durch ein wenig Bewegen zufrieden wird, dann bleibt der Geist, ist der sehr aktiv oder freut er sich auch, dass er jetzt mal nichts machen muss? Ja, ist auch okay. Für Urlaub für den Geist ist auch gut. Ja? Also wenn der auch mal alle Viere von sich streckt und zufrieden ist in der Ruhe, ist das gut. Wenn das euer Thema heute ist, genießt das. Ist okay. Wenn ihr merkt, ihr habt mehr diese Richtung der Herzenswärme heute auf dem Plan und ihr könnt das langsam fühlen, dann geht ihr für diese Session diesen Weg. Bleibt dabei. Aber wenn ihr Interesse an dem inneren Wetter habt, an diesem Wechselspiel zwischen Gedankenmustern und Gefühlen, dann kann man sagen, das muss nicht ruhig sein. Ich schaue mir das freundlich, aufmerksam und gelassen an, was da der Affengeist für Spielchen spielt. Da lernen wir enorm viel. Und falls innere Ruhe entsteht, also der Körper und der Geist zur Ruhe kommt und nur das Gefühl des Körpers, wie er da atmet, bleibt, ist das auch gut. Mit freundlichem Interesse darauf achten, was da so passiert in dir.
hier und jetzt. Und für die letzten paar Atemzyklen die Frage ohne eine innere Antwort. Die Antwort ist das Gefühl: Wie fühle ich mich jetzt? Oder wie war diese Session? Ohne inneren Monolog. Am Anfang ist da nichts, mit der Zeit findet da Lernen statt. Im nächsten Atemzug öffnet langsam die Augen. Wunderbar.
eine kurze Meditationssitzung. Ihr merkt, man kann das dann langsam ausweiten. Ja? Oder vielleicht waren diese 10 Minuten schon zu lang. Ist nicht schlimm. Wichtig ist das Wahrnehmen. Wie fühlt sich das an? Für manche sind 10 Minuten Stille viel zu viel. Ist nicht schlimm. Das muss man muss gar nichts. Aber man gewöhnt sich daran, bei sich zu sein in der Zeit. Der Weg führt zu Weisheit und Gesundung, mental und körperlich. Darum mache ich das. Okay, für heute sehr komprimiert das, worum es ging. Mirage, eigentlich diese Vorstellung und zu merken, dass diese Vorstellungen gar nicht so wichtig sind. Ja, durch diese Vorstellung zum wahren Erleben, deswegen körperliche Geschichten zu kommen, ist ziemlich wichtig. Ja.